Wir haben uns entschlossen, drei Sequenzen darzustellen, angefangen mit 1830. Die erste dramatische Sequenz, die haben wir vor den Toren Schloss Burgs angesiedelt. Da sind wir draußen, das alte Ambiente ist da, Häuser, Umgebung, alte Steinmauern, also da können wir wunderbar drehen. Horst Wild backt für uns Sachen von 1830 nach alten Rezepten. Der ältere. So, hier halt, Logo, gucken, ja. Kollege. Also für mich. Damit das klar ist, dass die Sachen für mich sind. Hä? Damit der Herr DeLong da auch nicht dran geht. Da wird hier keine Langfinger dran. Das geht gar nicht, das ist gar nicht zum Öffnen, das geht so. Hast du schon ein Bild eigentlich? Sowas von. Perfekt. So wird's. Ja, irgendwo. Würde es dich stören, wenn ich von meinem Waren etwas zu bekommen könnte? Ja, geh noch einen Tippelschritt nach da, bitte. Ja. Können wir das noch markieren? Okay. Weg und wieder drin. Gut, alles klar? Tolles Zubereiten. Zweite dramatische Szene ist in der Villa Paulus 1926 und dieses Gespräch machen wir mit dem Wermelskirchner Laienspiel-Ensemble aus Hünger. Es ist ein wunderbarer Einsatz hier, tolles Engagement, wir haben schöne Kostüme und das ist eine klasse Geschichte. Also diese Location hier in der Villa Paulus, das war ein großer Zufall. Wir waren eingeladen zum Essen und das war die Location. Und dann habe ich den Besitzer gefragt, den Schreiber. Und nach 2 Minuten war klar, für die Familie Wild würde er gerne unterstützend seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Ja, von der Organisation her, sehr große Vorbereitung. Wir mussten natürlich das Drehbuch entwickeln. Wir mussten uns entscheiden, welche Szenen können wir denn dramatisch machen, weil das ist ein Riesenaufwand, eine dramatische Szene zu drehen. Das ist Spielfilm, das ist Schauspieler, das ist spezielle Beleuchtung, spezielle Kameratechnik, Vorbereitung, Motive. Also das ist sehr viel, was man da vorbereiten muss. Und man hat natürlich einen begrenzten Etat, den muss man einteilen. Dieses Zusammenspiel aus diesen kreierten dramatischen Szenen plus die Materialien unserer historischen Darsteller, das wird sicherlich ein tolles Seherlebnis sein.